Marina G. aus Wittichenau möchte wissen, ob eine Rechtsschutzversicherung sinnvoll ist. Sie ist Anfang 40, verheiratet, hat 2 Kinder und arbeitet halbtags. Rechtsstreitigkeiten oder wenigstens der entsprechende Beratungsbedarf können relativ unverhofft entstehen, unverhofft auftreten. Gelegentlich braucht man seine Rechtsschutzversicherung mehrere Jahre lang nicht. Sie kann aber dann, wenn es tatsächlich zu dem Ernstfall kommt, mehrere tausend Euro ersparen, denn man muss daran denken, dass bei Streitigkeiten sowohl Gebühren für Rechtsanwälte entstehen, Gebühren für die Gerichtskosten, Sachverständigenkosten, Zeugenauslagen und im allerschlechtesten Fall, wenn man den Rechtsstreit vielleicht noch verliert, dann muss man auch noch die Kosten der Gegenseite erstatten, die dann genauso hoch oder vielleicht sogar noch höher sein können, als die eigenen Kosten gewesen sind. Schließlich gibt es also auch noch die Besonderheiten im Arbeitsrecht. Da ist es ohnehin so, dass jeder zumindest im erstinstanzlichen Verfahren seine Kosten selber tragen muss, egal ob er gewinnt oder verliert. Also das sind alles so unvorhergesehene Dinge, die da eintreten können. Dafür ist die Rechtsschutzversicherung schon gut. Werden von der Rechtsschutzversicherung eigentlich alle Rechtsgebiete erfasst? Das kommt auf den gewählten und dann vertraglich vereinbarten Tarif an. Bei der sogenannten Familien- und Verkehrsrechtsschutzversicherung sind die meisten Rechtsgebiete, die bei Verbrauchern vorkommen, in der Regel versichert. Bei dieser Art der Versicherung sind auch meistens die Familienangehörigen, soweit sie wirtschaftlich nicht selbstständig sind, also auch zum Beispiel Kinder, mitversichert. Ausgenommen sind dann lediglich vorsätzliche Straftaten oder solche Straftaten, die nur vorsätzlich begangen werden können. Bei Familiensachen gibt es Besonderheiten, da ist in der Regel nur die Beratung abgedeckt. Bei den sozialrechtlichen Streitigkeiten wiederum ist es so, dass die Rechtsschutzversicherung meist erst dann einspringt, wenn es zu einem gerichtlichen Verfahren kommt. Und welche Versicherung mit welchen Tarifen für den jeweiligen Bedarf die günstigste ist, sollte man dann vielleicht mit dem Versicherungsmakler oder vielleicht auch mal mit seinem Rechtsanwalt besprechen. Die Versicherungsmakler insbesondere, die haben natürlich dann auch einen ganz guten Überblick über die Konditionen der Versicherung. Mit einer Selbstbeteiligung kann man ja auch bei einer Rechtsschutzversicherung einige sparen. Sollte man das nutzen? Das muss jeder für sich selber entscheiden, ob es ihm das wert ist. Natürlich sind die Jahresprämien dann etwas geringer, wenn man solche Selbstbehalte vereinbart, die bei Verbrauchern in der Regel so um die 150 Euro liegen. Ich bin persönlich kein Freund davon, weil man wissen muss, dass jede Streitigkeit, die aufkommt, auch innerhalb desselben Rechtsverhältnisses, zum Beispiel im Arbeitsrecht, dann wieder eine jeweils gesonderte Angelegenheit im versicherungsrechtlichen Sinne ist, wenn es also erst eine Abmahnung gibt, später eine Kündigung und dann vielleicht noch ein Streit um das Zeugnis entsteht, dann sind eben schnell mal 450 Euro Selbstbeteiligung dabei, weil das 3 verschiedene Angelegenheiten sind. Ab wann besteht nach Abschluss eines Vertrages Versicherungsschutz? In der Regel nach Ablauf einer Wartefrist, die meistens 3 Monate, ganz selten mal 4 Monate beträgt. Wenn vorher schon eine Rechtsschutzversicherung bestanden hat und man nur die Versicherung wechselt, dann wird in der Regel diese Vorversicherungszeit schon als Wartezeit anerkannt. Maßgeblich ist insoweit immer der Eintritt des Versicherungsfalls, also nicht wann der Streit beginnt, sondern wann das Problem entstanden ist, aufgrund dessen man sich streitet. Ist denn eine Rechtsschutzversicherung auch für Unternehmen und Selbstständige sinnvoll? Ja, bei Unternehmern ist es so, dass die Probleme natürlich meist häufiger auftreten als bei privaten Personen. Deswegen ist da also die Schadensquote für die Versicherungen höher. Und das führt natürlich dazu, dass dann natürlich auch die Preise für die Versicherung, also die Versicherungsprämien, deutlich höher ausfallen. Da kann man sich, wenn man eine gewisse Zeit der Erfahrung hinter sich gebracht hat, anhand der Streitigkeiten, anhand der Problemfälle, die es in dieser Zeit gegeben hat, vielleicht mal die Kosten hochrechnen, die man selber verauslagt hat, um sich mit diesen Problemen auseinanderzusetzen in rechtlicher Hinsicht. Und dann kann man es mit den Versicherungsprämien einfach mal vergleichen und gucken, was dann vielleicht die günstigere Variante ist. Frage und Antwort. Welche Unterlagen darf der Mieter im Zusammenhang mit der Betriebskostenabrechnung beim Vermieter einsehen und darf dieser die Einsichtnahme in Erfassungsdaten anderer Mieter, zum Beispiel bezüglich der Wärme- und Wasserverbräuche, aus datenschutzrechtlichen Gesichtspunkten verweigern? Sie haben als Mieter grundsätzlich das Recht, alle Unterlagen einzusehen, die erforderlich sind, um die Betriebskostenabrechnung in ihrer Richtigkeit überprüfen zu dürfen. Der Vermieter darf Ihnen auch
die Einsichtnahme in solche Unterlagen nicht vorenthalten, weil sie ja gegebenenfalls auch in die Lage versetzt werden müssen, zum Beispiel zu prüfen, ob bestimmte Verbräuche für Wärme, Wasser und dergleichen mehr eventuell auch Leerwohnungen zuzuordnen sind und so weiter.